Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Immer noch leicht angenervt vom gestrigen Tag, an dem wir irgendwie nur Pech hatten. Geoden aufgemacht, wie blöde. Oh, Queen of the Soße, wir kriegen ein neues Rezept. Heute Tortillas. Konnten wir Tortillas nicht schon? Kennen wir schon. Warum sagst du mir da nicht an, dass es neu ist? Der Frust geht gleich weiter, ja. So viele Geoden gestern aufgemacht, nichts Gescheites mit drin. Dann in die Mine gegangen, Geoden gefunden, gestorben. Okay, da bin ich selbst schuld. Aber was haben wir verloren? Die Geoden, die wir aufgesammelt haben. Haha. Lustig. Und, ja. Naja. Dann machen wir uns heute einen schönen, ruhigen Tag. Ja? Aber fischen können wir auch nichts, weil es keine Fische mehr gibt, die wir fischen müssen. Alles blöd. Aber ich glaube, heute könnten wir unter Umständen ein paar Sachen auf der Farm erledigen können. Weil nach 7 bzw. 6 Tagen könnte es prinzipiell soweit sein, dass einige Crops fertig sind. Genau. Ein Grapevine kaufen wir. Sehr schön. Also, unsere Unimos arbeiten. Das ist klasse. Um nämlich was zu tun. Beryllium auch können wir dann auch wieder einschmelzen. Gut, also die Felder werden abgeerntet. Der kriegt jetzt wahrscheinlich sogar Hilfe von denen da oben. Genau. Und hier ist nichts fertig. Okay. So, dann machen wir auch nichts. Die machen das schon. Die machen das schon. Hier ist, es wächst so langsam zusammen. Das ist in Ordnung. Und wenn die da gerade munter arbeiten, will ich sie nicht stören. Das ist ja soweit dann in Ordnung. Dann würde ich sagen, es ist nicht das Spannendste, aber wir müssen mal wieder ein bisschen was für die Freundschaft tun. Sobald ich die Achievement habe, ist mir die Freundschaft wahrscheinlich relativ wurscht, aber und hier ist auch mal wieder was fertig. Gut, dann hauen wir da noch was rein. Und dann werden wir mal zusehen, dass wir jede Menge Items mitnehmen. Also hier unsere üblichen Sachen. Gerade im Leben kriegen wir das alles mit. Knapp nicht, aber die Truhe muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die Parsnips würde ich eher mitnehmen wollen. Hauen wir das noch zurück. Gut. Passt. Dann ist unser Inventar voll. Ja, so ein bisschen Platz hätte ich dann doch gerne. Und dann, was wollte ich machen? Irgendwas anderes wollte ich noch machen, aber ich weiß es nicht mehr was. Aber egal, wir mal freundschaften uns jetzt ein bisschen weiter an mit all den Leuten, die uns entgegenkommen. Halt, da sehe ich ein Würmchen. Ja, yeah, Kupfer, danke, toll. Super! Aber das ist eine gute Idee, dann können wir gleich auch auf Würmer achten. Hier kommt zum Beispiel mal Pam wieder, die mit der wir uns ja nach wie vor gut verstehen. Zeiten verändern sich, ja, ja. Und du mochtest die Parsnips sehr. Mit Gus und Pam sind wir gut ver... Das ist echt tragisch, ehrlich. So, hallo, Penny. Das Wetter ist heute sehr interessant, denkst du nicht auch? Ich brauche meine Informationen. So, Penny, ja, ich glaube, wir sind noch nicht so sonderlich befreundet. Sie redet noch komisch mit mir. Jetzt findet sie uns toll. Schon interessant, wie viele... Oh, ein Event! Was macht Penny mit? Ah! Es ist... Ich wasche immer ab. Es ist diese Woche deine Aufgabe. Du bist nämlich dran. Das jetzt, du bist kindisch, Hayley. Ich mache die meiste Arbeit in diesem Haus und das weißt du ganz genau. Oh, das ist der neue Farmboy. Neu? Neu? Hallo, wir sind seit 3 Jahren da. He has a name, weißt du? Genau, ich habe einen Namen. Ich habe einen tollen Namen.
Oh, Emily verteidigt uns, das ist toll. Hey, ich wette, dass du meinen Standpunkt verstehst. Es tut mir echt leid, dass ich dich damit belästigen muss, aber Haley beschwert sich, dass ich... Cushions, weiß nicht, was Cushions ist, aber dass ich ihnen was da sauber machen soll. Das ist nur, weil ich letzte Woche sie gemacht habe. Wer sagt das jetzt zu mir? Nein, das klingt nicht nett. Warum sollte das nicht deine einzige Aufgabe sein? Emily tickt der Heil. Ah, komm. Ich bin auf Emilys Seite. Auch wenn sie es nicht toll findet. Mir egal. Aber Emily findet es toll. Yay! Na gut, hast gewonnen. Ich glaube, das wird mein Job jede Woche werden. Dann gibt es keinen Grund mehr, dass wir darüber streiten müssen. Genau. Danke, Knolf. Das war eine super Lösung. Ja, super. Du musst ja nichts machen. Natürlich war es eine super Lösung für dich. Ah, darf ich in dein Zimmer? Ah, ich darf in dein Zimmer. Haley. Mark. Kokosnuss oder eine Kokosnuss oder eine Sonnenblume. Sonnenblumen haben wir und viele da. So. Die hat ein interessantes Zimmer. So strandmäßig. Hallo. Ich weiß, ich muss eigentlich... Das gibt so viele unsichtbare Barrieren, die uns zurückhalten. Warum... Emily, du bist komisch. Was wolltest du immer? Du wolltest Aquamarin oder sowas haben. Richtig? Genau. Bla 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 bla. Findet sie toll. Sie mag mich eh schon wahnsinnig. Toll. Wir suchen weiterhin Freundschaften. Warum stellt man da einen Hocker hin? Dann kommt man hier nicht durch. Ist doch bescheuert. Wenn man auf dem Sitz sitzt und raus will, muss man immer um den Tisch herumlaufen. Ist doch total blöd. Hallo, Jody. Jody mag Diamanten. Ich bin so nett. Ist da noch wer drin? Oh, noch ein Event. Großartig. Oh Gott, jetzt müssen wir dem bestimmt sagen, dass er voll toll ist. Dabei ist es gar nicht so. Mhm. Oh, hallo Knulf. Sebastian und ich, haben gerade eine kleine Jam-Session. Ach, da ist ja noch der andere, den habe ich gar nicht gesehen. Sehr gut, eine kleine Jam-Session. Wir versuchen eine Band zu gründen, aber wissen immer noch nicht die Art von Musik, die wir machen sollen. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, dann sagen wir, was du machen sollst. Metal! Der sieht so richtig, ja, obwohl, der sieht mir aus wie so ein Emo. Also, was für eine Musik magst du? Cheerful Pop Musik, Experimental Noise Musik, High Energy Dance Musik, Honky Tonky Country Musik. Ich hätte jetzt Symphonic Metal gesagt gerne, aber es geht nicht. Pop Musik finde ich. Ich nehme jetzt einfach Country Musik, weil ich finde Country Musik passt in das Spiel am meisten und ich muss mal das Fenster zumachen, weil draußen irgendeiner staubsaugt. Es klingt wie ein Staubsauger, aber ich glaube, es ist ein Rasenmäher. Aber gut. So, Country Music. Hallo, weißt du was? Das ist genau die Musik, die ich dachte zu machen für die Band. Ja, dann macht's doch. Warum fragt ihr dann? Was hältst du davon? Sollten wir das machen? Ja, natürlich. Okay. Voll motiviert. Ich glaube, es ist ihm scheißegal. Country Musik mit Klavier? Na doch, doch, würde passen. Es ist eher so Western. Danke für die Hilfe, meinen Gitarrenfähigkeiten und Sebastians Zauberei auf dem Synthesizer werden wir Wahnsinnserfolg haben und ich bin davon überzeugt. Ich nicht. So, jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der Trommeln spielt. Genau. Das hättest du vielleicht am Anfang dir überlegen sollen. So, jetzt darf ich auch hier rein. Ja, sehr, sehr viel Gitarrenzeug. Da darf ich nicht reingucken. UFO Mysteriums. Eine Gitarre. Ein Bett. Ein Computer. Hat jede Menge Spiele. Okay. Ich darf hier spielen. Das ist ja lustig. Okay, das Ding kann zwei Töne. Ich kann es auch bestimmen. Wenn ich hier klicke, macht es bum, bum, bum. Hier macht es bing, bing, bing. Hey, ich kann Gitarre spielen.
Yeah! Okay, Sam übt gerade. Sam mag, was mag Sam? Kaktusfrucht. Natürlich mag Sam eine Kaktusfrucht. So, kleiner Junge. Ich unterhalte mich mit dir, aber ich fürchte, ich habe wieder keinen Schokoladenkuchen für dich. Grape. Ah, habe ich sogar. Finde ich toll. So. Hallo Bürgermeister. Dass ich mit dem Bürgermeister noch nicht voll toll bin. Mit dem bin ich ziemlich schlecht. Wie kommt das denn? Gerade mal 4 Herzen. Jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Louis? Ich kann ja danach schauen. Nachdem ich hier weiß, dass ich jetzt bei 4 Herzen gucken muss. Ja genau, Louis war's. Louis mag Hot Pepper. Jawohl, finde ich toll. Gut. So, ob es überraschend ist, dass er das toll findet. So, jetzt brauche ich wieder die Void Eggs. Weil wir unserem Viech da unten natürlich auch was vorbeibringen. So, mit dem kann ich mich zwar nicht unterhalten, aber ich kann ihn andersweitig glücklich machen. Oh! Event! Skateboard. Okay. Huch! Hey! Was glaubst du, was du hier machst? Das ist Privatbesitz. Sam! Sorry, Sir. Die Jugend dieser Tage. Manchmal frage ich mich, ob diese Stadt nicht doomed ist. Oh, wir kommen natürlich aus dem Gebüsch raus. Natürlich. Hallo. Ich nehme das Skateboard. Du hast gesehen, was passiert ist. Was hast du dazu zu sagen? Ja. Sam sollte Privatbesitz respektieren. Naja, im Prinzip hat er, stimmt, er kann halt nirgendwo anders. Und er bleibt draußen. Ich würde fast mal sagen, das hier, weil im Prinzip vielleicht passiert dann ja was Tolles. Exactly. Wenn es einen Park geben würde, dann würde ich da und jeder wäre glücklich. Genau. Bürgermeister. Okay. Sam, es tut mir leid. Bitte versuche aber nicht Sachen in Zukunft kaputt zu machen. Ja, es ist schwierig. Also, Bürgermeister hat natürlich recht. Kann er nicht da machen. Aber auf der anderen Seite, wenn es sein Hobby ist. Hast du den Trick gesehen? Der war echt cool. Wenn das... Schade, ich habe gedacht, das Skateboard liegt jetzt da und ich darf dann damit rumfahren. Das wäre echt cool gewesen. Jetzt habe ich mir das wahrscheinlich mit dem Bürgermeister wieder versaut. Ah, way. Stopp, stopp. Ja, du auch. Stopp. Penny. Sorry. Ja, du willst einen Diamant haben. Oh, habe ich schon. Okay. Na dann, nicht da durchlaufen, da komme ich mit dem Pferd nicht durch. So, Harvey möchte Wein, Kaffee oder ein Jar. Dann wird's wohl Wein. Strawberry Wein. Oh, das findet er auch nett. Habe ich dir schon was geschenkt? Ich glaube nicht. Lea. Ziegenkäse oder Wein. Also, bitteschön, Wein. Käse und Wein, ja, das ist... Gut, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin kein Weintrinker, aber das trinken ja alle irgendwie Käse und Wein. Und man isst ja auch Trauben und Käse, dementsprechend warum. Elliot, ja, deinen Geburtstag habe ich auch vergessen. Du magst einen Granatapfel. Bitteschön. Nein, ich meine, es essen ja viele Käsespieße mit Trauben und Wein ist ja aus Trauben, so gesehen. Passt das ja irgendwie. So, lieber Willy. Du hast zwar nichts, was ich dir abkaufen könnte. Nichts mehr.
Hä? Aber ich weiß, dass du Diamanten magst. Ich will ihn ja nicht schenken. Ich möchte ihn... reden. Okay, dann gehen wir mal Richtung Blacksmith. Denn wir haben ja auch noch zwei Geoden. Diese tollen Magma-Geoden, die uns wieder wahrscheinlich den größten Scheißdreck rausgeben würden, den wir uns vorstellen können. Aber gut. Dim, 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 dim. Können wir gleich Hallo sagen. Und Aquamarine. Findet er toll. Wie immer. Und dann machen wir Geoden auf. Wir haben genau zwei Plätze frei. Oh, viel Kohle immerhin. Und ein tolles, was wir nicht brauchen. So. Gut. Dann suchen wir weiter. Freunde suchen. Sozusagen. Oh, Granny ist da, die mag Blumen. Ich weiß zwar gerade nicht mehr welches. Evelyn. Tulpen. Tulpen, 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 Tulpen. Das kostet wenigstens nicht viel. Opi kommt auch. Halt, 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 nicht reingehen. Da muss ich halt Opi besuchen. Maru! Maru mag Erdbeeren. Oh, jetzt hätte ich voll Lust auf Erdbeeren. Hier nicht. Die Geschäfte haben vielleicht noch offen, wenn ich fertig bin. Mal gucken. So, Grandpa, George. George mag Leek. Das war... habe ich nicht dabei. Doch, hier. So, findet er toll. Oh, mit dem verstehe ich mich nicht. Aber ich glaube, ich will ihn da gerade auch nicht stören. Oh, und da ist ein neuer Quest. Das ist auch gut. Nehmen wir den an. Elliot möchte einen Red Snapper haben. Okay. Dann holen wir den schnell, wenn wir ihn haben. Vielleicht ist das ja, reicht das ja dann endlich mal. Ich bin echt gespannt, wie viele Quests wir noch abschließen müssen, um endlich dieses Achievement zu bekommen. 40 Quests. Wir spielen 3 Jahre. Wir haben noch nicht 40 Quests abgeschlossen, von denen halte ich für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja, haben wir einen Red Snapper. Der wird ja wahrscheinlich rot sein. Aber ich glaube, wir haben keinen. Oder der ist da drin. Nö. Ja, dann tut mir leid. Leider nicht. Blöd gelaufen. Aber ist halt so. Vielleicht plündere ich einfach nachher den Kühlschrank und... Mann, Obstsalat, das wäre eine tolle Idee. So, Kent. Kent mag nichts, was wir dabei haben. Und Jody mag Diamanten. Oh, habe ich schon. Okay, die haben wir schon abgeerntet. Dann gucken wir nochmal nach oben. Oh, hallo. Caroline mag... immer noch die Blumen. Ich finde sie ja tatsächlich nicht uninteressant, aber also so für als Person fände ich sie hier sehr interessant, aber leider mag sie nur Sachen, die wir nicht haben. Dementsprechend schlecht ist auch unser Verhältnis zu ihr. 4, auch nur 4. Es gibt viele, mit denen wir nur wenig haben. 8 brauchen wir mit voller Dinger hier. 1, 2, 3, 4. Also gut, das... Ich denke, das kriegen wir hin, weil Demetrius ja immer mal wieder Quests hat. Willy ist machbar. Emily werden wir irgendwann... Ja, das kriegen wir schon irgendwann hin. Aber es ist zäh. Ja, es ist so ein bisschen... Es gibt spannendere Sachen.
Also, wer läuft unten? Ah, der Bürgermeister. Gut, dann gucken wir mal kurz hier rein. Hallo, was kann ich für sich tun? Ja, hallo Gas. Ja, der kriegt immer seine Orangen von mir. Ist auch schon volle Pulle. Nachdem Orangen jetzt nicht so teuer sind. Hallo Emily! Emily kriegt heute mal wieder Aquamarine. Richtig, ich habe sie ja schon gesehen im Haus. Ja. War gerade verwundert, so, hä? Sonst sehen wir sie halt immer hier. Pam kommt auch schon wieder. Mani! Die gute Mani. Mani mag Diamanten. Also Mani kriegen wir auch irgendwann rum. Ja, ich würde sagen, stellen wir uns einfach mal hier hin. Pferd da hinstellen. Tun so, als würden wir uns hier hinsetzen können, was wir nicht können. Und gucken mal, wer sonst noch so in den Saloon kommt. Andererseits ist es vielleicht vernünftiger, wenn wir nach Hause gehen. Weil wir ja auch noch die Diamanten da einsammeln müssen. Haben wir ja gesehen, im Schuppen sind die Diamanten fertig. Ja, komm. Dann haben wir nochmal den Bogen, aber ich glaube nicht, dass wir noch auf jemanden neuen treffen werden. Bogen, die Runde natürlich, meine ich. Bin aber tatsächlich dafür... Ah, doch, Linus könnte man natürlich nochmal Hallo sagen. Mit dem möchte ich irgendwie gefühlt mehr befreundet sein. Der ist cool. Und dann achten wir gleichzeitig hier im Outback sozusagen nochmal auf Würmer. Hallo, stopp. Du magst Erdbeeren, gell? Genau, du magst Erdbeeren. Zack. Sehr schön. Und du magst Robin, Peach. Eine Peach. Haben wir ein paar. Bleib stehen. Yeah, das ist nett. So, sehr schön, dann haben wir das auch. Haben wir hier irgendwo noch einen Wurm? Die Würmer sind sehr nicht da. Sebastian, Void Egg. Der sieht auch so aus, als wollte er Void Eggs haben. Ist echt keine Würmer da. Sehr faszinierend. So, Linus ist da und Linus wuchtet doch mal diese Kaktusfrüchte, oder? So langsam kann ich es auswendig, wer was kann, wer was will. Nein, nicht essen, schenken. Oh, sehr nett. Okay. Ich würde jetzt fast... Oh, guck mal, da sind Würmer. Unglaublich. Naja, Kohle. ich würde jetzt fast sogar noch mal einfach weiterreiten bis zum Hexer. Damit wir dem auch noch was geben. Und ja, richtig, wir müssen hier das Zeug auch noch nehmen und verkaufen. Da war noch was. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin ja auch noch die ein oder anderen Würmer. Den haben wir heute auch verpasst. Ich würde irgendwie viel lieber sehr gerne öfters bei dem da vorbeischauen, aber ich vergesse immer zu gucken. Das ist blöd. Leider, leider. So, der steht eigentlich auch immer nur da, oder? Macht der eigentlich irgendwann mal was anderes? Oh, das findet er toll. So. Und ich glaube, mit unseren Unimos-Typen-Viechern, das haben wir ganz gut gemacht, so wie es ist. Die arbeiten und die eine Reihe, die, mein Gott, die kriegen auch so noch hin. Wir werden nicht daran sterben, dass wir bis zu 9 Felder manuell abbauen müssen. Hoffe ich. So, das ernten wir natürlich noch. Jetzt haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Das heißt, wir müssen erst unser Inventar leeren.
was sowieso nicht ganz verkehrt ist, damit es nicht ganz durcheinander kommt. Das ist alles... War ein Ei ein Geschenk? Nee, oder? Da habe ich was Falsches aus dem Kühlschrank genommen oder sowas, aber die gehören da nicht rein. Nee, die gehören da definitiv nicht rein. Außerdem haben wir hier noch Kupfer. Das ist Schwachsinn. In die Kiste kommt das. Und das, die Geschenke kommen jetzt alle zurück in die Kiste. Das aber nicht. Das schon, das schon, das schon, das schon. Und das verkaufen wir. Gut. Dann verkaufen wir das auch schnell. Die Mix-Seeds kommen in die Seeds-Kiste. Oh, da unten wäre noch was fertig gewesen, aber ich glaube, das schaffen wir jetzt wirklich heute nicht mehr. Ah, vielleicht. Ja, könnten wir noch schaffen. Gut, wieder mal 44 neue Diamanten. Wir haben 261 Diamanten in der Kiste. Das ist großartig. So, und dann bauen wir dieses, machen wir dieses Mal Pomegranate. Komm, alle. Marmelade. Granatapfelmarmelade. Ich finde Granatäpfel schon interessant. Granatäpfel finde ich wirklich eine eigenartige Frucht. Aber nicht ganz unlecker. Aber es ist für mich irgendwie nicht so wirklich eine, weiß ich nicht. Es ist eine Frucht, aber keine typische Frucht. Eine Frucht ist für mich was, was ich in die Hand nehmen kann, was ich essen kann. Granatapfel ist irgendwie so komisch. So, dann haben wir das auch noch geschafft. Sehr schön, dann verkaufen wir heute auch noch was. Ach ja, richtig. Apropos verkaufen. Wir haben ja noch ein paar Erträge. So viel zu dem Verkaufen. Gerade so noch dran gedacht. Und natürlich nicht vergessen, oben sind auch noch ein paar. Oh. Okay, jetzt wird es ein bisschen eng. Ich muss die Beete neu anpflanzen. Und das mache ich jetzt aus Zeitgründen ohne den Fertilizer. So, dann haben wir das. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Möchte gerne mein Zeug noch verkaufen. Hier ist nämlich tatsächlich das Pferd für den kurzen Weg. So, also. Das verkaufen wir und alle Cranberries. So, Pferd, ich muss auch wieder zurück. Total bescheuert. Granatapfel hier rein und dann ab ins Bett. Mal gucken, ob wir es noch schaffen. Sieht gut aus. Sehr gut. Und ich glaube, dann haben wir heute sehr viel Geld gemacht. 120.000 Gold. Nicht wegen Wein, sondern wegen Cranberries und auch wegen den Apfelsachen. Das bringt schon wahnsinnig viel. Also im Prinzip, wir haben hier mehr als doppelt, hier, 155 silberne Cranberries, was ja jetzt nicht so schlecht ist. Ist genauso viel wert wie 62 Apfeldinger. Ist interessant. Aber okay, vielleicht sollten wir halt Cranberries auch mehr, ich weiß es nicht. Ich mache einfach gerade, was wir haben, das ist ja okay. Gut, damit, brutal. Das sieht gut aus mit dem sechsstellig. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal machen wir wie immer weiter. Bis dann. Tschüss.